Die Arbeit bei Amazon hat sich seit Pandemiebeginn kräftig zugenommen, der Umsatz allerdings auch. Nun wirbt der Online-Händler zum Beginn dieser Woche mit jeder Menge Sonderangeboten. Doch der Betrieb von Amazon könnte zum sogenannten Prime Day durch einen Arbeitskampf beeinträchtigt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in 7 deutschen Versandzentren aufgerufen, die Arbeit bis Mittwoch niederzulegen. Denn seit Jahren kämpfen sie vergeblich um einen Tarifvertrag. Der Autobauer Volkswagen will in den kommenden Jahren zum weltweiten Marktführer bei Elektroautos werden. Die E-Modelle sollen auf absehbare Zeit die Verbrennermotoren ablösen. Ein großes Ziel angesichts von mehr als 8 Millionen Diesel- und Benziner-Volkswagen jährlich. Im VW-Werk im niedersächsischen Emden sollen künftig nur noch Elektroautos vom Band rollen. Für den Konzern bedeutet der Umbau Kosten in Milliardenhöhe. Und für die Beschäftigten viele Umstellungen. Einige Jobs werden wohl auch wegfallen. Volkswagen Emden, eine Großbaustelle. 6 neue Hallen und Logistikgebäude für die Produktion von E-Autos kommen bis 2022 dazu. 1 Milliarde Euro wird dieser Ausbau kosten. VW plant hier für eine Übergangsphase von 3 Jahren E-Autos und Autos mit Verbrennungsmotoren parallel zu bauen. Der Umbau dieses Standortes in Emden ist der massivste Umbau, den der Standort bis jetzt durchlaufen hat oder durchleben wird. Wir sind hier in allen Strukturen massiv drin. Wir schaffen neue Strukturen, mehr als 100.000 Quadratmeter neue Flächen. Also so einen Umbau hat es noch nicht gegeben. Um ihn geht es in Zukunft, den ID.4. Einen elektrischen SUV mit mehr als 2 Tonnen Gewicht. Mit Modellen wie diesem will VW Weltmarktführer werden. Die 8000 Mitarbeitenden bekommen schon beigebracht, dass Elektroautos ganz anders funktionieren, zum Beispiel deutlich mehr Stecker haben, eine mögliche Fehlerquelle in der Produktion. Das zu wissen, dass das Fahrzeug am Ende wahrscheinlich gar nicht ausgeliefert werden kann, dass aufwendig ein Fehler gesucht werden muss, welcher Stecker jetzt nicht gesteckt ist, das ist schon... Da habe ich schon großen Respekt vor. Der Betriebsrat hat sich die E-Auto-Produktion am Standort gewünscht. Auch wenn man hier davon ausgeht, dass die Umstrukturierung Arbeitsplätze kosten könnte, da E-Autos viel einfacher aufgebaut sind als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und aufwendigen Getrieben. Die Arbeitnehmervertreter gehen davon aus, dass sie das hier in Emden mit sozialverträglichen Lösungen wie Altersteilzeit geregelt bekommen. Die Kreuzfahrtbranche gehört zusammen mit dem gesamten Tourismussektor zu den größten Pandemieverlierern. Das gesamte Geschäft kam zeitweise zum Erliegen. Die zuletzt europaweit gesunkenen Inzidenzen und die Impfkampagne, deren Fortschritt immer spürbarer wird, wecken aber sowohl in der Branche als auch bei den Kreuzfahrtinteressierten die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart im Jahr 2021. Die ersten Ozeankreuzfahrtriesen sind schon ausgelaufen. Jetzt ziehen auch die kleineren Schiffe den Flüssen nach. Liebe Flusskreuzfahrerinnen und Flusskreuzfahrer, nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier in Regensburg bei bestem Wetter. Wie jeden Morgen bereitet Kreuzfahrtleiter Ferdinand Selig die Passagiere auf den Landgang vor. Und dabei darf eine Sache nicht unerwähnt bleiben. Meine lieben Gäste, nicht vergessen, Maske möglichst dabei haben. Die Nico Spirit ist in dieser Saison das erste Schiff, das in Regensburg festmacht. Sehr spät im Jahr. Aber wegen der Pandemie waren Flusskreuzfahrtreisen quer durch die Republik und Europa einfach nicht denkbar. Auch ist mit dem Saisonstart die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Die Gäste, die eine Stadtführung machen wollen, werden in Gruppen eingeteilt, mit maximal 14 Personen plus Gästeführer, zur Sicherheit. Die Tour der Flusskreuzfahrttouristen führt durch die Altstadt von Regensburg. Eine lange Geschichte hat die einstige Römerstadt vorzuweisen, eine lange Leidenszeit dagegen die bundesweit 7500 Gästeführer. Weil einfach die Gästeführer ja zum 99%, sage ich mal, freiberuflich, solo, selbstständig tätig sind und damit natürlich auf die Gäste, auf die Einkommen, die sie dadurch durch die Führungen generieren, auch angewiesen sind. Viel Geld werden die Gästeführer mit den Schiffen nicht verdienen. Waren es vor der Pandemie noch über 1000 Schiffe, die in Regensburg angelandet sind, werden es dieses Jahr vielleicht gerade mal 100. Viele Flusskreuzfahrtschiffe sind zudem nur zu 80% belegt. Die an Bord gebliebenen Gäste genießen den Freiraum, wenn auch mit Einschränkungen. Wenn man sich bewegt, soll man Maske auftragen, was natürlich auch nicht immer funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist das alles okay. Wir waren auch letzten Sommer unterwegs. Da war es noch etwas kommoder, muss ich sagen. Gell? Es ist alles überwacht. Es wird täglich getestet. Es wird täglich Fieber gemessen. Mehr
Geht eigentlich nicht. Umsatzeinbußen wie 2020 von bis zu 100% will die Flusskreuzfahrtbranche dieses Jahr vermeiden. Daher haben sich viele Reedereien ein strenges Hygienekonzept auferlegt. Keiner wusste, was kommt auf uns zu. Wie wird es sein? Was dürfen wir noch machen? Was müssen wir machen? Und das hat natürlich schon eine ganz große Herausforderung bedeutet für alle. Abfahrt in Regensburg. Es geht weiter. Donauabwärts Richtung Passau. Mit noch viel freier Fahrt.